Freunde der Sonne, willkommen zum nordfriesischen Marsch der Wiedergeburt. Nein, natürlich nicht. Einen wunderschönen Donnerstagmorgen wünsche ich. So, wie angekündigt, neues Safe Game in Anführungsstrichen, neue Fruit Order oder Fruit Destination XML. Allerdings seht ihr, es hat sich irgendwas geändert, scheinbar in den Versionen, was die Fruit Order angeht, denn wir haben auf Feld 1 und Feld 15 jeweils Gerste und auf Feld Nummer 2 Raps. Okay, nichts mehr mit Erdäppeln, aber egal. Die Maschinen arbeiten, alle richtig eingestellt etc. pp. Wir müssen uns um nichts eine Platte machen. Und wir beginnen ab heute mit den hinzufügen High Low. Ja. Wir beginnen heute mit den mit der Tierzucht. Meine Fresse, noch eins. Wir beginnen mit der Tierzucht. So. Radsetup, Breitreifen, Felgenfarbe kann so bleiben. Stockpaints, Chrome Paints, kommen wir mit, machen mal hier alles so, was dazugehört. Und gönnen uns das Ganze mal. Plus eine Anhängerkupplung hinten. Ne, brauchen wir theoretisch nicht. Also Standard. Breitreifen. So, zack. Zack. Und den gönnen wir uns auch noch. Da kommen wir von mir aus, das können wir hinten dran machen. Das ist mir relativ egal. Also Breitreifen. So, dann wird sich das Ganze hier mal gegönnt, Freunde. Da gibt es jetzt richtig fett Tiere. Zum Abschluss hier. Oh ja. Sehr nice. Sehr, 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 sehr nice. Minimal groß, ne? Ist klar, aber das soll ja auch so sein. Dass wir hier ein bisschen Meter machen, wie man so schön sagt. Ja, ich habe ein. Ach ne, halt, das passt. Ich wollte gerade sagen, ich habe mal wieder ein was vergessen, aber nö, das passt ja. So gut. Das wird jetzt interessant. Das wird sogar sehr interessant. Ich glaube, so rum. Ja. Nein. Es schlägt nicht so wirklich ein. So. Ja. Okay. Zack. Passt, 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 Freunde. Wupp, wupp. So, jetzt müssen wir nur noch rausfinden, wo wir das Ganze kaufen. Das ist erstmal so die eine Sache. Zeltstofffabrik, Edeka-Markt, Palettenmarktstation, BGA, Obstfarm, Palettenverkauf. Depot, Holzverarbeitung, Klärwerk, BGA, Molkerei, Milchverkauf, Bäckerei, Bahnhof, Wasser, Ankauf, Palettenlager, Brauerei, Raffinerie, Sägewerk, Heizwerk, Klärwerk, Holzverarbeitung, Viehhändler, alles klar, dort ist er. Das ist unter Feld 19, also dadurch einfach noch, alles klar. Gut, dann geht's los, würde ich sagen. Ja, schon mal verschätzt, was das Ausrollen hier angeht. Wird ein bisschen schwieriger. Aber das schaffen wir. Ja, geht so, ich denke mal, es geht so als Gigaliner durch, ne? minimal, würde ich sagen. So, schöne Sache. Ich habe jetzt nur erstmal die kleinere Ausführung genommen mit 85 km/h, das reicht. Die andere geht ja bis 135. Aber 180 reicht auch vollkommen aus. So, und da unten ist ja auch schon der Viehhändler. Das da, oder was? Das hier? Nee. Ich wollte gerade sagen, hätte mich jetzt so sehr stark gewundert.
Okay, gucken wir mal. Das? Okay, das hier aber definitiv nicht so, oder? Okay. Oh Gott, das wäre jetzt ein bisschen doof, wenn wir da reinfahren müssten. Okay. Okay. Kann ich das nicht einfach... Ah doch, das geht auch hier. Okay. Puh. Gut, dann wende ich mal kurz. Es wäre mir angenehmer. Das wäre mir durchaus angenehmer, als wieder rückwärts reinzufahren. So. Gut, dann wir fangen natürlich erstmal klassisch mit Kühen an, das haben wir gesagt. 20 Stücke gönnen wir uns, jawohl. In den dritten, in den ersten gönnen wir uns... Hä? Das hat er jetzt noch nicht so ganz gerafft, oder wie? Ah ja, okay, wunderbar. Gut, dann 26, das ist der hintere. Okay, da muss ich nochmal zurückfahren. Weil da hat er den hier nicht so ganz gerafft. Das ist auf jeden Fall noch nicht eine volle Auslastung, die wir hier haben. Ne, voll. Ja. Hm. Ja. Das stimmt trotz allem was nicht, weil wir haben jetzt hier gar nichts drin, da drin und da hinten drin. Wie man so schön sieht, wir haben hier vorne nichts drin. Das kann also auch nicht sein. Bisschen komisch, Momente. Aber drehen wir halt nochmal ein Rundchen. Weil das muss ja gehen. Kann ja nicht sein, dass wir da vorne rein nichts reinbekommen. Ah, jetzt. Sehr gut, dann mal noch Full mache bitte. Okay, danke. Gut, da haben wir 66 Kühe hier in einer Ladung. Sieht doch schon ganz schick aus, das mal ausmachen. Gucken wir mal, unsere Rinderfabrik ist hier direkt am Hof, wer hätte es gedacht. Beziehungsweise unsere Zucht. Aber Leute, sieht doch gut aus, oder? Sieht vielleicht ein bisschen übertrieben. Sieht vielleicht ein bisschen übertrieben aus für eine europäische Karte oder für eine deutsche Karte in dem Sinne, ohne Frage. Aber gibt doch schon wesentlich Schlimmeres, das muss man auch dazu sagen. Machen wir mal ein Foto. So. Ja, wenn er jetzt sich im Verkehr feststecken würde, das würde... Gut, dankeschön. So. Und einmal lächeln bitte. Dankeschön. So. Gut, das schaffen wir jetzt hier rein, beziehungsweise da rein. Das ist natürlich die sehr große Preisfrage. Naja, den müssten wir noch verkaufen. Wo laden wir die zur Hölle aus? Wir kommen da nie wieder raus, ne? Da gebe ich euch jetzt schon Brief und Siegel drauf. Wir kommen ja nicht mehr ordentlich rein. Hm?
Okay. Ja, doch, raus kommen wir schon wieder so halbwegs, aber rein ist eher so die Sache. Hätte man ein bisschen mehr ausholen müssen. Ja, okay. Geht. Gott sei Dank haben wir hier so einen halben Platz zum Entleeren. Wo ich mir gerade nicht mehr so sicher bin. Ob wir da überhaupt durch müssen. Okay. Okay, wo zur Hölle? Laden wir unsere Tiere aus. Muss ja hier eigentlich irgendwo sein. Eigentlich ist das dort ein Bereich, hubala. Aber will nicht so wirklich. Sind wir erstmal dort raus. Gut, dort sind wir erstmal wieder gut rausgekommen. Es geht also, wir brauchen ein bisschen Feingefühl. Genau dieses Feingefühl brauchen wir da. Na gut, irgendwo muss es gehen. Sagen wir es mal so. Es geht ja nicht anders. Ich lass mal kurz den raus. Dass der uns nicht im Weg steht. Mal kurz gucken. Da wäre noch eine Möglichkeit. Ja, glaube ich nicht dran. Da wird ja abgeholt. Gut, man kann jetzt hier noch öffnen. Echt so die Frage hier, ne? Aber hier tut sich in dem Falle leider auch nichts. Also hier entladen wir sie auch nicht. Dann kann es ja theoretisch nur noch da drüben sein. Also da, wo ich jetzt aufgemacht habe. Wo kann man denn jetzt bitte hier hängen? Das war ja nun mal sowas von gerade. Okay. Allrad ist auch nicht so ganz angesagt. Ja, wir werden doch jetzt nicht an diesem blöden Zaun dort hängen, oder? Doch, wir hängen an diesem blöden... Jawohl. Ja, der hat auch kein Allrad oder sonstiges. Das ist nämlich das ganz große Problem. Okay. Cool, keine Kollision. Ich hätte es ja herausgefordert, aber. Okay. So, jetzt aber rum. Durch das Silo. Ah ja, okay. Gut, dann entladen wir sie halt dort abladen. Yep. Dann weiter abladen. Yep. Und abladen. Yep. Wunderbar. Und damit haben wir unsere ersten 46 Kühe im Stall. Ist doch schön, oder? Ja, ich muss schon noch kurz das Gatter zumachen. So.
Na, ihr fühlt euch wohl. Hier ist genug Platz, würde ich feiner behaupten. Ne? Ja, brav. Brav, brav, brav. Schöne Sache. Gut, und in der nächsten Folge holen wir dann noch ein bisschen mehr. Ne? Kohlen haben wir ja noch. Und dann geht's an Gras mähen, Gras schwadern, Silage machen. Achso, halt, da fällt mir gerade was ein. Na, hier nicht, dort. Wo haben wir's denn? Wo hängt denn eigentlich der Abfahrer dafür? Warte, bis Füllanzeige. Ja, das ist in Ordnung. Kein Drescher in der Nähe. Ach du Armer. Gut, jetzt aber, würde ich sagen. Ja, weil die immer aufs andere Feld fahren. Gut, Freunde, wir sind aber fertig für die Folge. Lasst auf jeden Fall das Däumchen dafür da, dass es jetzt in die Tierzucht geht. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Dann habt ihr nämlich die Woche auch schon wieder geschafft. Bis dann, haut rein. Metal and out.